Was ist hier oben passiert? Einmal Pimme, Punkt. Sagen direkt Strike. Okay. Wie, hattest du es schon gehabt oder was? Ja, aber Strike musste ich ja nicht anscheißen dafür. Achso. Deswegen gibt es hier keinen Strike. Strike gibt es nur auf YouTube. Ah, ich habe auch schon ein paar Wörter benutzt, die man jetzt, sag ich mal, ne? Und da war bis jetzt noch nichts. Klar sollte man aufpassen. Erstmal muss ich einen anscheißen und zweitens, wenn es zum Kontext passt. Ja. Oder die sehen ja an den VODs, wie du sonst redest, also. Ja, Linda würden sie nach einem Tag sperren. Halbnackt, ja. Und das ist gar nicht unabsichtlich. Es ist halt einfach von Natur aus gegeben. Vor allem, hä? Nee, das darfst du ja. Ja, da kannst du ja nichts machen. Alle. Frauen dürfen sogar im Bikini streamen. Frauen dürfen im Bikini. Ich habe ja gesagt, ich soll Hot Tubes machen. Ja. Oha, Link? Von wem? Was? Was Link? Ist einer Link oder Link. Willst du Link haben? Link Hoden, Link Bein, oder? Ich mache auch mal einen Poolstream. Wie macht Mika denn falsch? Was macht Mika denn falsch? Dann falsch. Wie, was denn? Was kann ich dir sagen? Das Haus in ihrem Dorf, das linke, das ist, das hat falsche Dachfarbe. Deda, du musst mal wieder bei ihr im Chat schreiben, weil das ist schon eine halbe Stunde her, Junge. Guck da bloß nicht auf die Kalorien. Gerade gemacht. Oh Gott. Morgen gibt's nur Tomaten. Ja, morgen gibt's nur Tomatoes. Ich sitze einfach halbnackt mit meiner Plauze im Pool mit dem Kasten. Schäumende Brause. Ja, kannst du machen eigentlich. Aber nicht in Deutschland. Kasten Sterni bitte, ne? Ja, guck dir mal amerikanische oder ausländische, sag ich mal allgemein ausländische Streamer an. Die dürfen sich ganz anders geben und verhalten als die Deutschen. Keine Ahnung warum. Im Pool. Nicht ein Wegzischen, Junge. Eigentlich machen wir das ja auch mit meiner Oma dann halt baden. Was, mit der Oma nackt baden? Ja, wir machen dann mal nackt baden, FKK und so. Das ist im Osten so. Im Osten macht man das so? Okay. Ja, das macht man so. Kommt der Teebeutel nicht aus dem Osten? Klar. Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht. Richtig einen in die Rüstung kippen. Richtig einen wegschallern. Jetzt kommt er einmal von da. Ist ja egal. Ich habe mit der Oma gehört. Ich habe ja Foto von meiner Oma jetzt. Ja, da, also, da kann sie nichts für sich sagen. Jetzt soll ich den Bereich räumen und dann sagt er, ich soll wieder hin. Ich soll den Bereich räumen. Achso. Oh. Nee, das kannst du weitermachen. Nö. Oh ne. Ist fertig. Kies liefern und durchladen. Oh, Junge, steigt doch nicht mehr aus. Kies liefern und entladen. Okay. Oh, the la 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 la. La. Nee, komm nicht aus dem Osten. Nee, kommst du ja. Nee, kommst du nicht aus dem Ausland? Jetzt kommst du daher. Ab heute kommst du aus dem Osten. Wenn dich einer fragt, kommst du aus Sachsen. Genau. Wo kommst du her? Aus welchem Bundesland? Deutschland. aus welchem Bundesland kommst du? Luxemburg. Was willst du? Warst du damals in der Schule mies, fährst du heute Schutt und Kies? Ha, ungefähr halt. Ah, NRW, irgendwie kommen alle gefühlt aus NRW. Ja, gut, NRW ist ja auch riesig. Also ich kann dir sagen, ich arbeite im öffentlichen Dienst, du Kackleppen, Alter. Ja, ja. So, mal runter hier die Treppe. Die Treppe. Aus Duisburg. Ja. Dann kommst du da ja her, wo der Markus Krebs herkommt, Junge. Und Markus Krebs sagt immer, Duisburg ist schlimm. Du kannst doch hinter mir lang gehen. Hinter mir. Ja, die sieht man. Ja, obwohl, warte mal, du bist klein. Die sieht man ja nicht, wenn du hier lang gehst. Der Kopf, den Kopf sieht man halt nicht.
Ja, also, wir können einfach die Billys rein. Mit Sicherheit, wenn du voll bist. Wenn du voll bist, kannst du überall pennen. Ey, der wohnt 3 Straßen weiter, ohne Witz. Oh, ich liebe diesen Typen, ne? Ich liebe Markus Krebs. Jetzt geht die wirklich auf die Knie. Oh, man hat ja eine Haare gerade kurz gesehen. Ja. Alles andere wäre viel zu hoch. Ich bin nicht drauf. Nee, bist nicht drauf. Ja. Irgendwie ist jetzt das Licht komisch geworden. Warum machst du hier so viel Kies hin? Weiß ich nicht, du hast gesagt 100%. Ja, mit beiden Seiten ist auch noch ein Feld. Ich weiß, aber warum denn nicht? Achso, Schlüssel? Falls du... Achso, da. Du weißt doch nicht, für was das ist gut ist, vielleicht kommt da eine Mauer rein. Einfach Kies ausbreiten, wie ganz normal. Da steht da nicht, da steht liefern. Und ja, Mann. Mach einfach. Teebeutel, hast du wieder gewonnen hier, du alter Zocker. Das ist einfach bloß anders benannt. Wieder sagt er. Also Slots würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, weil Slots verlierst du nur. Alter, hat er schon wieder gewonnen. Kranfahrer. Hallo. So, jetzt ist der Auto heiß. Jetzt gewinnt er. Ach so, der Automat. Okay, gönn mal 3 Bücher. Ist nichts da. Ist überhaupt nichts heiß, Alter. Alles verkackt. Hier ist das Material ist nicht da. Kein Wellblech. Ja, natürlich. Ja, Toilette da. Ach, da. Da, ja, okay. Der Automat ist kalt, kann zocken. Ich verliere da nur. Das mache ich schon seit Jahren. Scheiß Streamer hier. Hast du nicht nochmal schon was dort gewonnen? Nee. Jetzt ist es halt auch total kacke. Du gewinnst das immer. Die Chance ist so hoch, aber man gewinnt nie. Ja, Roulette geht auch plötzlich nicht mehr. Nee. Vorher habe ich immer gewonnen. Irgendwann, Eggie, irgendwann. Ja. Na, Belle. Er macht wieder einen und haut wieder Vollgewinn raus. Ja, danke, Arsch. Ey. Läuft. Ja, läuft. Das kannst du dann ausgeben. Ich erwarte mindestens eine 5er Sub-Bombe für den Preis, den du gerade aus dem Slot So muss das. Belle, ja, so du hast 2222 gesetzt. Das ging nicht, weil ich dich jetzt erst fragen muss, ob du eine Spielsucht hast. Und erst dann geht das. Alles rein. Alle drin, ja. 28.000. Alles weg. Alles weg. Jetzt kommt gleich wieder ein Gewinnspiel bei ihm hier, Kopfi, ne? Und dann hast du nichts zum Einsetzen. Kacke. Genau. Ja, egal. Ach so, Eggie, hast du Guido das Geld nicht gegeben, ja? Nö. Okay, gut. Gamble 2000. Ja, bitte, was ist los? Irgendwie klappt das mit... Ach so, jetzt... Verloren. Ja, da ist jetzt ein Cooldown drin, das dauert kurz. Dann zocken sie wieder, die Süchtigen hier. Soll mal kein Auge machen und 5 Forscher geben. Was? Ja, Insider. Forscher ist bestimmt wieder TikTok. Nee, Forscher ist Book of War. Spielautomat. Achso. Alles süchtige Hunde wieder.
Der Sören ist am Schlimmsten, wenn er voll ist. Was? Der füttert nicht den Automaten, der kauft einen Automaten. Genau so. Oder der kauft vielleicht ein Casino, ist viel besser. Alles wieder weg. Das kommt davon, wenn man es übertreibt. Und wenn das Gewinnspiel kommt, hast du keine Punkte mehr. Einfach aus wie so eine alte Gartenlaube mit diesem Blechdinger. Das passt hier gar nicht rein in diese Ecke. Ich mir schon wieder. Gott gönnt heute. Oh. Eggy, was tust du denn da? Hä? Was tust du denn da? Was denn? Okay, was denn? Frag doch. Ich bin auf der Baustelle, Junge, muss arbeiten. Ich bin auf der Baustelle, muss arbeiten. Bist du mit der Maus rausgetappt aus Versehen, ne? Jetzt guckt er rüber und sagt, oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh, hä? Das war ich nicht. Eggy, danke schön. Oh, Princess hat sogar ein Abo bekommen. Duana, Lichtweberin, Downbeat TV, Treso. Oh, der heute letztes Mal war der hier, hast du das mitbekommen? Nee. Der war mal wieder drin, hat Hallo geschrieben. Echt? Mhm. Jetzt habe ich die 100 voll, das war's jetzt auch. So. Ach so, darum waren es auch 6. Wahnsinn. Na, dafür nehme ich dich mit aufs Dach, komm. Huch, kann mal passieren, sagte er. Huch. Wo war das letzte Mal? Wo habe ich eine 20er gemacht? Bei Kira, ne? Bei Wurps? Nee, keine 20er. 2-10er. Oder? Keine Ahnung. Du hast 27 Subs verballert, hast du gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, das war erst ein 5er, weil ich die noch schuldig war, weil ich ja gesagt habe, sie kriegt. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Wie verzweifelt momentan. Ja, wegen den ganzen Jumpscares. Ich komm da nicht rein, hier kommst du gar nicht rein. Nee, kommst nicht rein, ist verboten. Auf dem Balkon vielleicht? Die Arme. Nein, die hat das verdient. Die hat das einfach verdient. Turn, Junge! So pennt der Junge oder was? Der pennt. Oder der hat schon wieder Essen bestellt. Das kann sein. Der hat bestimmt was? Der hat bestimmt eine Pulle Bier genuggelt und hat sich gleich Essen bestellt. Zu spät. Nein. Guck mal, ich weiß auch schon ganz genau, wie du tickst. Das ist nicht fest hier, ne? Nee, das ist irgendwie auch ganz komisch gewesen gerade. Wir lassen uns den Balkon erstmal rüberfliegen. Danke. Jo, bitte. Sen, Junge! Oh, du hast gesagt, du guckst nicht rein. Ja. April. Tja, so kann man sich täuschen. Jetzt kriegst du die auf den Boden? Ja. Du hast gerade übrigens ein Sub geschenkt bekommen. Ja, Eggy hat 6 Subs verschenkt und 1 ging zufällig an deine Kauen. Ja, aber auch nur für den Fake-Mercedes. Sie hat mir das erklärt, warum sie so heißt. Weil sie halt Mercedes-Sterne geklaut hat. Achso. Also war es doch tatsächlich so, wie man dachte. Das Prinzessin hast du auch schon erlebt. Genau, das Prinzessin habe ich auch schon erlebt. Sehr pingelig.
Aber auf dem Spirit, Junge. Auf dem Spirit im Dixi-Klo setzen. Nein. Auf dem Boden. Moin an alle durchgeknallt. Auf dem Fußboden setzen. Das passt schon wieder nicht. Ich war doch eben grün. Ja, manchmal nicht. Jetzt ist das grün. Er nimmt es nicht an. Wenn ich raufdrücke, macht er das Bild grau. Oh. Ja, viel Spaß, Drehbeutel. Echt? Hm. Hallo, Travi, Argar TV. Travi TV, grüß dich. Nee, irgendwie anders. Der Kran hat schon wieder eine Macke. Wenn ich draufdrücke, dann macht er immer das Bild grau. Geh mal, Eggy, runter. Eggy, geh mal runter. Ich will auf den Balkon. Ich will auf den Balkon. Ah, weil Eggy da stand. So nämlich. Ja, das dachte ich mir schon. Mahnung, Abmahnung. Der drauf. Störfaktor ist. Eggy stört wieder. Trotzdem wieder. Nicht rein. Da geht's trotzdem nicht rein, ne? Schöne Grüße zurück nach Lübeck. Mit CH. Könntest du einen Beutel fahren, der geht dann saufen, der wohnt in Kiel. Ach nee, der wohnt in Lübeck. Nee, das war Passi. Ach, Passi wohnt in Kiel, stimmt. Passi wohnt in Kiel. Ich wechsle dir alles heute, Alter. Duisburg, das heißt ja Duisburg. Duisburg. Spider-Man. In Duisburg wohnst du. Du wohnst in... Weil du durch bist. Der ich sprich mit dem Museum. Müsstest du denn nicht eigentlich Köpi trinken? Das ist er doch. Sprich mit dem Museumsmann. Naja, oder auch fünf von mir. Also nicht gleichzeitig. Man kann sich die Dramen regelrecht vorstellen, die sich auf dieser Bühne abspielen werden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man eine Holzkonstruktion derart passgenau an eine stark gealterte Burgmauer gesetzt bekommt, ohne dabei den altertümlichen Charme aufzugeben. Im nächsten Schritt müssen wir die Zuschauerbereiche mit einer Stahltribüne erweitern. Ja, Gau. Hast wohl schon genug gegaut heute. Kein Liebes, das schmeckt mir nicht. Hast du schon mal das gute Woltersbier getrunken, mein Junge? Oh, was ist denn hier los? Hä? Achso. Das war irgendwas auf der Bühne, Alter. Da muss ich mal gucken gehen. Mhm. Oh, selbstverständlich. Du hast doch kein Wolters getrunken. Junge, hast du was verpasst? Was ist es? Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Das ist ein Geist. Und hier sitzen die Leute, manche sitzen auf Kissen, manche müssen ihren Arsch auf. Ja. Das ist ein Geist. Und wie sieht das auch falsch aus? Das sieht aus, als wenn das da nicht hergehört. Ja. Das sieht ganz komisch aus. Ja. Naja. Na, oh, warte, aber. Komisch. Uibu ist das, ja. Teebeutel, wie bitte? Wie bitte kein Wolters? Muss ich mal nachholen. Wolters, das Beste, Junge. Also, ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil es Regionbier ist und dann trinkt man es halt wegen der Region. Ist das hier fertig, Alter? Hier ist nichts mehr. Oh. Nee, mit W. Hä? Ah, neuer Auftrag. Stahltribüne. Okay, die wird aber nicht groß. Ach so, stimmt doch. Okay, ich weiß was. Oh, das heißt auch sehr viel Kran. Was soll denn hier hin, Alter? Wolters mit W. Stahltribüne? Das passt doch hier gar nicht hin, ey. Na, eine Tribüne, wo so auch Zuschauer drauf kommen, ne? Ja, hier kommen jetzt einfach Fußballstadion, kommt hier hin. Mhm. In den römischen Amphitheatern gab es nahezu perfekte Akustik. Die Darstellerinnen und Darsteller waren auch ohne Mikrofone gut zu hören. Natürlich haben wir modernste Technik. Aber die Probleme bleiben dieselben. Es gibt hier nur wenig Platz und vermutlich viele laute Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach langer Diskussion sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Stahltribüne gebaut werden muss, die auch bei schlechtem Wetter standhält und den oberen Abschluss des Tribünensystems bildet.
Ich kann das Endresultat kaum erwarten. Viel Erfolg. Gar kein Problem.